Okay, herzlich willkommen im dritten Spiel zwischen Aflel und Dusk in unserer Clan-internen Liga. Weißt du noch, wie du damals gesagt hast, du redest wie ein Roboter? Ich erinnere mich nicht mehr. Das ist schon länger her. Aber dafür redest du jetzt wie so ein... Ja, wie alle Caster immer reden. Ja, da kann man auch irgendwie nichts dafür. Man rutscht da einfach so rein, wenn man es so macht. Okay, wie gesagt, herzlich willkommen im dritten Spiel. Zwei grandiose Spiele haben wir gerade gesehen zwischen den beiden. Beide vom Skill-Level her ungefähr gleich. Obwohl sich Aflel in der Bronze-Liga befindet als Zerg-Spieler und der Dusk in der Gold-Liga, da sieht man deutlich, dass Dusk mehr spielt und somit in einer höheren Liga ist. Während... Das macht das extra. Während Aflel sehr, sehr wenig spielt, sehr wenig Übung hat. Denn, wie schon in einem anderen Spiel gesagt, er ist ja auch aktiv in anderen Sektionen bei uns im Clan. Unter anderem Sekten. In The Elder Scrolls Online. Okay, hier geht's los. Polarnacht. L.E. L.E. Wofür steht das L.E.? Sag mal. Musst du mich denn jetzt hier bloßstellen im Livestream? Weiß ich nicht, wofür das steht. In der oberen Position hier. Aflel. In der unteren Position, unser Dusk. Zwei grandiose Spiele gerade miterlebt. Ja, sieht doch 1-1 gerade. 1-1. Wunderschön. Eigentlich perfekt, um... Sehr schöne Sterne auch um die... Sehr schöne Sterne sehen wir hier um. Wir sehen Sterne. Hatchery. Oh, frühes Gas. Ja. Das könnte schon wieder eine altbekannte Strategie werden. Mhm. Nein, abgebrochen. Abgebrochen. Okay, wir sehen hier den Extractor-Trick. Aber nur einfach? Einfach. Und ein Depot hier bei Predis, schön zugebaut. Predis. Kaffee. Den brauche ich gleich auch. Müssen wir gleich nochmal machen. Meine Tasse ist auch länger. Mach ruhig ein ganzes Kännchen. Richtig. So. Ansonsten. Worker. Even. Die Scouts begegnen sich. Küssen sich kurz. Ja. Der Overlord sieht es hier. Da würde es natürlich lohnen, für den Dusk mal vielleicht ein paar Marines rauszuschicken, um... die rumfliegenden Overlords einfach mal abzuknallen. Na, der Pool steht und das Gas wird genommen. Ja. Während Dusk hier die Racks baut und das nächste Depot und weiter fleißig SCVs pumpt, scoutet hier die Base von Aflel. Aflel hier, keine Scouting-Drohne auf dem Weg, nur Overlords. Ja, das macht er standardmäßig so. Richtig. Das macht er fast immer so. Ja, wenn man das vom Gegner weiß, kann man es natürlich auch für sich ausnutzen, ne? Richtig. Richtig. Da könnte Dusk hier eigentlich mal mit einer Proxy landen hier vorne. Ja, und da ist sie auch schon. Tja. Ey, das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen, aber er hat hier keine... Vielleicht ist er das 12 Sekunden Delay andersrum. Also vielleicht sieht ihr alles 12 Sekunden, bevor wir das machen. Ja, richtig. Aber er macht hier keine richtige Proxy. Er baut hier einen Maschinendock. Ach, um zu blocken. Um die Expansion zu blocken. Ah. Aber das Ding ist, er hat gar nicht vor, eine Expansion zu bauen, denn er macht hier relativ frühe Roaches mit dem frühen Gas. Das müsste er aber auch durch seine Scouting-Informations eigentlich gesehen haben, dass das nicht so auf eine frühe Echse hindeutet. Ja, hier steht noch ein SCV. Junge, Boss fertig, ein Proxy was. Fährt hier nochmal rein, geht nochmal gucken, was hier gebacken ist. Worauf spart er wohl mit 350 Mints, der Dusk? Vielleicht auf eine Expansion. Hier wird die Fabrik gebaut. Beide Spieler natürlich nervös. Zack, da ist der Worker down. Worker down, die ersten Roaches sind auf dem Feld. Wir gehen mal in die Units. 17 zu 14 Workern.
3 Marines gegen 3 Roaches. Supply, leichter Lead bei Aflel. Hat hier aber auch die Echse geblockt. Wird natürlich kein Problem sein mit den natürlich. Roaches, das mal eben zu klären. Aber kurz draufspucken, ist es weg. Richtig, aber er verliert hier natürlich wieder ein paar Sekunden Zeit. Und ihm ist es auch völlig egal, denn... Es ist ihm wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Schauen wir mal auf die Uhr. Wie viele Roaches haben wir hier? Es könnte ein 7 Roach sein. Mhm. Ja, und da ist die Echse natürlich nicht nötig. Wobei das... Wenn es scheitert, ein guter Follower sein könnte, weil man meistens ein bisschen Geld übrig hat. Richtig, das ist eine Form eines 7 Roaches. Kein richtiger Timing, ein bisschen verschoben. Dafür haben wir ja auch 8 Roaches. Geht hier los. Aber hier, zwei Bunker. Oh ja. Beide halt besetzt. Das wird schwierig hier für den Aflel, da reinzukommen. Probiert es hier. Geht die Rampe hoch. Und sieht die zwei Bunker, ja, und zieht sich zurück. Was macht er jetzt? Sammelt er? Extra doch? Supply Block hier. Ich weiß, was ich tun würde. Da ist er weg. Sehr gut. Was würdest du tun? Naja, ich würde in... Ne, ich würde vor einer Minute mit dem Nidus gekommen sein. Richtig. Hier kommen Roaches noch mehr. Er pumpt also weiter Units, 15 Roaches mittlerweile an der Zahl, da müsste er theoretisch auch hier, naja gut, man weiß es nicht, ne? Ne, und jetzt mit dem Tank draußen erst recht nicht. Ne, Tank ist draußen, jetzt wird schwierig, Echse wird hier genommen. Hm. Das aber hier natürlich auch keine Echse, ne? Ob er es noch abgebrochen hat? Oder einfach... Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat es verloren. Die Roaches, ja, die konnte ich hier auf der Minimap. Oh, eine Banshee ist unterwegs. Das ist ja was Feines. Und die Echse kommt auch. Erstmal hier Inbase gebaut. Mhm. Zum Rüberfliegen später. Falls Aflel ihn lässt, denn da kommen die Roaches schon. Cloak Banshees. Hat Aflel irgendwas gegen er? Außer nur die Queen. Und die kann ich sehen später. Ist er ist auf dem Weg ins C2, das ist natürlich gut. Richtig. Sonst wäre es bitter. Richtig. Aber die Banshee, die kommt jetzt raus. Wenn er damit sofort losfliegt, könnte er viel Schaden machen, denn die Roaches, die... Ja, vermutlich wartet er noch auf die zweite. Die ja jetzt auch im Bau ist. Mhm. Aber auch so, die Roaches, die werden an der Wall einfach zerplatzen mit den ganzen Tanks, den vollbesetzten Bunkern. Mhm. Aber er könnte ja die Roaches hierhin, um gleich die Echse zu blocken. Na ja, gut, er kann sie sowieso. Er kann nicht überall landen, hinfliegen, ne? Das ist ja völlig egal. Das kommt auch noch dazu. Echse hier durch. Leer durch. Schauen wir mal Production Tab. Upgrades kommen. Ja, siehst du, in das Cloak wäre wahrscheinlich auch noch abwarten. Genau. Ah, da kommen die Hydras. Wie geahnt. Und ein Infestor-Pit. Ganz genau. Hier wird ein Bunker gebaut, die Tanks werden nach vorne geschoben, denn er möchte jetzt hier langsam wachsen. Ja, er weiß nicht, dass die Roaches direkt vor der Tür stehen. Genau, das weiß er nicht. Gehen wir mal in seine Sicht rein. Nee, er hat keine Ahnung davon, aber jetzt kommen sie. Jetzt geht's los. Pack sie allen ab. Kann hier Affle, kann ja auch richtig gut Schaden machen. Aber er verliert auch einiges an Roaches. Ja. Mehr als ich dachte. Ja. Diese Tanks sind echt übel. Und von oben wird er noch beschossen. Jetzt kommen noch die Banshees dazu. Das war's mit den Roaches. Und der Tank hier oben. Und der eine Marine läuft auch hinterher. It's Rambo. Ja, die ganzen Roaches werden jetzt hier abgeholt. Hau sie doch weg, Junge. Lass sie doch nicht da stehen. Die werden abgeholt. Ja. Aflel denkt hier auch, egal, die sind verloren. Versucht auch gar nicht, die zu retten. Ja, meinte sich vielleicht in verschiedene Richtungen laufen lassen können. Ja, versucht hier eher schnell Anti-Air ranzuholen. Ja, was ja auch sinnvoll ist. Er hat wahrscheinlich aber auch keine Ahnung, dass sie cloaken können. Ja. 3 Banshees hat er jetzt am Start. Spawncrawler können es allerdings auch aufdecken, aber die Reichweite ist natürlich auch nicht vorhanden. Der kann die Base runterhauen, ohne jemals in die Reichweite zu kommen. Ja. So. Sehr schönes Overlord-Placement, sehr schöne Map-Control bei Aflel hier. Mhm, muss man sagen. Das muss man ihm lassen, er sieht wirklich alles.
Ja, fast. Wenn man richtig sneaky wäre, könnte man noch rechts von ihm exen. Ja, ja, gut. Da gehen die Banshees rein. Er guckt hier, wo kann er da Schaden machen? Geht hier auf das... Ja, das Hydranest. Das ist natürlich eine gute Wahl. Ja, genau. Cloak auf die Queen. Die sollte er auch mitnehmen. Ja. Sehr gut. Weg. An seiner Stelle wäre ich natürlich... Na, das Hydranest ist schon eine ganz sinnvolle Sache. Ja, schon. Weil so kann er sich nicht wirklich wehren. Außer und also außer mit den Spores. Mhm. Und die sind halt fix, ne? Richtig. Eine Hydra, zweite Hydra werden hier auch abgeholt, gnadenlos. Das wird jetzt richtig bitter. Also, im Ernst. Ja. Was er noch machen könnte, vielleicht, wäre sich mit Investoren behelfen. Oder schnell heimlich irgendwo ein Hydranest neu bauen. Mhm. Das ist natürlich noch besser. Ja. Duskia. Unfassbar viele Overmins. Was ist der vor? Oder pennt der? Wahrscheinlich hat er durch das Steuern der Banshees ein bisschen gepennt. Genau. Ah, und wahrscheinlich Overlord Hunting, wie heißt... Oh, ein Tor! Tore? Ein Tor. Ne, und der hat ein Overlord Hunting, Viking, genau. Am Start. Sehr gut. Wahrscheinlich kann er natürlich auch einen nach dem anderen abholen. Wahrscheinlich hat er jetzt aber eher gebaut. Ne, doch, er sucht die jetzt und macht sie kaputt. Macht hier den ersten kaputt. Ja, das macht er gut. Das bietet sich an. Richtig. Als Zergspieler kennt man das, wie nervig das ist. Richtig. Schauen wir mal. Production Tab. Tanks werden gebaut. Medivacs. Marauder. Jede Menge Upgrades. Was ist das für ein langlebiges... Ah. Das Upgrade für die Swarmers. Da werden die wohl gleich wieder an den Start gebracht sein. Aber gegen Banshees... Das ist natürlich nicht das Mittel der Wahl eigentlich, ne? Ja. Da würde ich eher auf was anderes setzen. Ja. Und jetzt doch noch ein paar Kasernen? Oder will sich zubauen da? Nee, er möchte wahrscheinlich seine Ordnance loswerden und dann Marines pumpen, was das Zeug hält. Erinnerst du dich an das Spiel von damals, wo... Wo wir im 2 gegen 2 gegen die Terras gespielt haben und da so eine riesenlange Wand von Kasernen war, wo die ganze Zeit Marines rauskamen. Das war übel. Man konnte nichts machen. Keiner hat es auch gescoutet, weil das irgendwo in der Pampa war. Der Ling hier konnte einen Marine abholen. Direkt geplatzt. Ja, von dem Tank. Abgeholt. Schauen wir mal in die Units. Das hier natürlich einen Worker-Vorteil. Mhm. Alles Vorteil, auch Units und so. Das sieht sehr, sehr bitter aus für Abel. Bitter aus für Abel. Ja. Auf jeden Fall. Muss hier auf jeden Fall Gas geben, nimmt hier auch die dritte. Finde ich eine gute Entscheidung. Ja, aber vielleicht nicht da. Was ist denn da oben rechts mit der? Ja, Steine. Und RNG. Ja. Steine, ja. Schon eine relativ gute Entscheidung. Ja, was liegt so auf dem Weg vom Dusk? Ja, da sieht man schon. Ich frage mich, warum Dusk hier nicht nochmal ext. Er hat so unfassbar viel Overmins. Er würde ihm nicht wehtun, hier mal eine Exe zu bauen. Hier eine zu bauen. Da eine zu bauen. Er hat so viele Mineralien. Ja, einfach extrem Echsen. Ja. Und richtig schön unter Druck setzen. Gerade wie man das von den guten Master-Zergs kennt, die einfach auf der ganzen Karte verrückt steil gehen mit den Echsen. Hier die Banshees überall so ein bisschen am Stress machen. Auf jeden Fall auch sehr gut. Gas verloren, holt es sich neu. Und es wird sofort wieder abgefarmt. Verliert es wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Und nicht aufgepasst. Und wird's nochmal gebaut. Passt nicht auf, verliert die Menschen hier. Und das natürlich auch teuer. Aber hier die Queen rausgenommen. Dennoch war's teuer. Kriegt ihr aber die dritte geholt. Sehr gut. Mikrotechnisch auf jeden Fall gut gespielt hier vom Dusk.
Oh, da kommt ein Ball. Da kommt ein Ball. Passt hier wieder nicht auf. Schade. Kann damit die Echse halten. In den Units. Und plötzlich sieht die Welt wieder besser aus. Ja. Für Ablel. Das muss hier mal... Der muss was machen. Der kann nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Der muss was machen. Vor allem, er hat so viele Overmins. Ja. Da könnte er hier... If you got more than 500 mins, that means you suck. Ja, richtig. Ah ja, gut. Ne? Wir haben ja schon gesagt, Clanliga ist natürlich auch für den Spaß. Sicher. Aber... Aber als Tipp ist es doch zu beherzigen. Richtig, man muss ja, man möchte sich ja auch verbessern und wir müssen ja auch irgendwo analysieren, woran es liegt. Ah, und da ist auch schon der Swarmhost draußen. Und mittlerweile Worker. Konnte Affle nachziehen? Ja, hat natürlich auch eine Echse mehr jetzt, ne? Mhm. Konnte da nachziehen. Er benutzt natürlich auch seine Mineralien. Ja, das ist das Ding. Und wenn das so weiterläuft, dann wird das ihm auch den Sieg schenken. Hier werden keine Worker mehr gebaut. Hier auch nicht. Mind Out zieht jetzt alle Worker ab. Will hier unten wahrscheinlich exen. Er traut sich nicht so richtig raus, scheinbar. Mhm. Macht hier Long Distance Mining erstmal. Hm. Alles klar. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Er traut sich nicht richtig raus. Ja, ne? Das ist das Ding. Er fühlt sich unter Druck gesetzt von Ablel. Ja. Er weiß, er hat einige Roaches und Hydras am Start. Ja. Traut sich nicht raus. Ja. Was mit den Toren? Gerade mal 3 Tore und die stehen da rum. Und rosten. Rosten. Er könnte noch ein paar Overlords jagen, die da überall rumstehen. Mit den Vikings meinst du? Ja, mit den Vikings. Bauen. Er könnte auch einzelne Marines hinschicken, die kriegt er damit auch. Vor allem gerade als Terra, er hat hier Medivacs. Er könnte hier einen Drop machen. Keine Spinecrawler, keine Spinecrawler. Vielleicht ein Tor-Drop macht? Meinst du? Das wäre auf jeden Fall lustig. Wäre lustig. So, Affle jetzt hier hinten auch aufgekneckert, möchte sich hier die... Aber hat vergessen, dass man nochmal besonders mit A draufdrücken. Ja, das ist auch eine Veränderung mit Heart of the Swarm. Muss man da fairerweise dazu sagen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, da kommt's. Aber im Nahkampf, will sie keinen Schaden machen. Ja. Oh, doch nicht? Hat er sich anders überlegt? Nee, ah, doch! Er wollte ein bisschen Abstand. Er hat mir zugehört. Ja. Okay, sehr schön. Boah, was für ein... Hast du den Swarmhorse-Count gesehen? Ja, ja. Junge, damit kann man aber auch gut Stress machen. Affle holt hier ganz schön auf, hat jetzt auch mit dem Supply den Lead übernommen. 10 Stück hat er. Boah, da kommt ein Raven. Mhm. Ja, er will, glaube ich, auf Harass, eine auf Harass machen. Ah, jetzt geht er hier auch los. Gucken wir mal in die Upgrades. 1-1er für die Marines. Das ist nicht viel. Nicht zur 24 Minute. 1-1-1 für die Tore, für Mech. Schauen wir mal bei Affle, was er so zu bieten hat. 2-2 für die Roaches und die Hydras. Ist somit im Vorteil. Was hat er vor? Ah, er hat's gesehen. Wer hat eigentlich mehr Range? So ein ausgekappter Tank oder ein Swarmhost? Ich glaube, auf jeden Fall ein Swarmhost. Ja? Mit dem Upgrade, ja. Die kleinen Schrecken, die laufen über die halbe Karte. Stimmt. Ja, er traut sich hier. Er steht hier am Anfang vom Creep, traut sich aber nicht wirklich weiter. Auch ein Klassiker natürlich, ne? Ja. Aber er macht's kaputt. Supply. Affle magst, aber Dusk ist auch fast am Und da Max. Kommen die. Da kommen kleinen die Dinger. Schrecken. Verliert hier natürlich auch ein paar Marines. Und aber gar nicht mal so viele. Aber nee. Gut, für umsonst, ne? Oh. Geschenken, Gaul und so. Richtig. Aber man sieht auch nicht oft einen Terra mit Raven spielen. Ich mag das. Ich mag das gerne. Trotzdem, viel zu viele Mins, beide jetzt. Viel zu viele Mins. Ja, aber gut, Affle ist auch gemaxt, ne? Ah! Das ist natürlich super. Das muss man... Dann sollte er sich Larven sparen und exen. Mhm. Damit er schön für den Fall der Fälle alles direkt nach... Oh, ich glaube, da geht's jetzt los.
achten wir mal ein bisschen auf Supply. Beide sind fast gemaxt. Ja. Ja. Das ist natürlich dann wiederum ein Vorteil für den Terra, muss man sagen. Avle versucht hier natürlich so viel wie möglich mit den Swarmhouse-Schaden zu machen, weil die kosten ja nichts. Eben. Er hat ja Zeit ohne Ende, ne? Und jeder Schaden an einem Gerät ist auf jeden Fall, lohnt sich auch. Denn selbst wenn man es reparieren kann, kostet das ja auch. Aber jetzt macht dann Go. Jetzt macht dann Go mit den kompletten Units. Das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Das war ein bisschen überhastig. Mhm. Keine gute Idee. Aber wenn er jetzt natürlich zügig nachproduziert... Ja, aber so viel Larven hat er auch nicht. Mhm. Das könnte ihn glatt den Sieg jetzt kosten. Das ist wahr. Er hätte einfach da warten müssen. Mhm. Aber andererseits, Avlel weiß auch, dass Dusk hier hinten die Gelegenheit nutzt und ext, ne? Hier geext, da geext, hat jetzt den extra Vorteil. Und wenn er nicht den Go macht, dann holt er sich hier die ganze Karte, ne? Das ist wahr. Aber die Swarmhouse hier können doch gut abräumen. Vor allem die Tanks. Schön mal wegkassiert. Ja. Jetzt ist der Army-Ball ja nicht mehr so groß. Jetzt können die Swarmhouse hier richtig weit reisen. Oh, ich muss sie hier aber bewegen. Den Rally Point neu setzen. Hm, dann wolltest du selber machen. Ja. Ja, oder mit dem Raven mal ein bisschen. Ne? Er macht ja, weißt du, wie das ist? Hier. Upgrades. Mhm. 3-3er fast durch. Auf die wartet er wahrscheinlich. Richtig. Auch Avlel hier gleich durch. Nächste Exim kommen. Ja, das wird auch Zeit. Beide relativ even. Schauen wir doch mal in die Units Lost. Units Lost hat Avlel etwas mehr verloren. Mhm. Units. Ja, und Worker natürlich ist der Dusk vorne. Mhm. Macht hier einen Drop. Ah, ein Tor-Drop. Super. Wie es mir gewünscht hat. Wie er es sich gewünscht. Aber macht der Tor nichts? Weil der noch im Trippy-Drop chillt. Ja. Aber ist vielleicht doch gar nicht verkehrt. Denn der Platz mit dem Gerät, pass auf. Ja. Oh! Ja, das war natürlich teuer. Oh. Gleichzeitig hier. Die Swarmhouse am Kneckern. Das haben sie beide. Jawohl, der Abel verliert hier auch den Raven. Der Abel hat es aber schön auch wieder nachgepumpt mittlerweile. Mhm. Klar, da hat der Ask ihm zu viel Zeit gelassen. Ja, da hätte er pushen müssen. Ja, längst. Er hat sich aber nicht getraut. Er traut sich nicht. Ein sehr langes Spiel jetzt noch zum Schluss. Mach das ist gut, ja. Sehr schön. Zack, weggehauen. Kann ja auch einen rausnehmen und zwei. Und die sind auch richtig teuer. Was kosten die? 150, 200 oder sowas? Weiß ich jetzt nicht, aber viel. Die sind richtig teuer, die Dinger. Dafür, dass sie so schnell platzen. 200, 100. Von 10 ursprünglich sind nur noch 7 übrig. Mhm. Ach, Tanks? Wahrscheinlich will er jetzt ein bisschen tanklastiger spielen. Oh, und wie heißen die neuen Dinger nochmal? Viper, ne? Viper. Will hier vielleicht auch die Tore oder die Tanks reinziehen? Auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja, oder wobei auch eine Cloud gut wäre. Wollte ich gerade sagen. Die Wolken wären natürlich auch an der Stelle grandios. Ja. Könnten das Spiel entscheiden. Das fände ich super. Ich finde gut, dass mit so vielen Einheiten gespielt wird, die man sonst selten sieht. Hier macht dann Go. Rennt noch mal rein, aber fährt nein, komplett vor. Er macht den gleichen Fehler wie eben. Das ist eine solche Verschwendung. Haut hier die Cloud rein. Das könnte vielleicht noch umreißen. Ja, aber ich glaube nicht, es ist zu viel. Es ist zu viel. Da konnte man kurz sehen, wie mächtig die Wolke doch ist, die auch... Aber er zieht sich zurück. Dann hat sich doch gelohnt, ja. ...unterschätzt wird und zieht sich hier zurück. Konnte aber in der Zeit hier exen. Hier exen. Ja, hat deswegen hier wahrscheinlich exen. Auch nicht aufgepasst. Sonst hätte er sich aus der Wolke einfach zurückziehen können. Dann wäre es auch halb so schlimm gewesen. Avlel hier, Supply Lead, sollte jetzt die Gelegenheit nutzen und mal einen Go machen. Ja. Bevor er
diese Gelegenheit wieder verpasst. Ja, und da geht's auch schon los. Da geht's los, oder? Super wäre natürlich auch gewesen, noch ein paar Spinnen zu verstecken, ne, an der Stelle. Ja. Aber aus unserer Perspektive hat man immer gut reden. Richtig. Hier geht er drauf. Tank abgeholt, Tor abgeholt. Ah. Macht jetzt hier ein Go. In die Main. Also ich lege mich schon mal fest, da wird mindestens einiges zu Bruch gehen. Ja. Aber vom Geld her könnte das... GG. Mit 8000 Mints. 8000 Mints hat er. Wahnsinn, ne? Ich würde sagen, beide sind vom Skill-Level her sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber da hat Dusk auf jeden Fall... Mist gebaut. Das Spiel verloren, weil er die Mineralien nicht benutzt hat. Wenn er die... 8000 Mints. Wenn er nur die Hälfte davon benutzt hätte. Wir haben ja eben gesehen... als du geguckt hast, wie viel Units lost waren, da waren vom Mineralienwert bei Abel 10.000. Das heißt, der hätte so viel, wie der Abel in dem ganzen Spiel verloren hat, hätte er fast mit der ganzen Kohle bauen können. Ja, das ist unfassbar. Auf jeden Fall, wir sehen es hier auch leicht in den Graphen, da tut sich, ist nicht viel Unterschied, aber dadurch, dass die einfach nicht benutzt wurden. Ja, ja. Beim APM sieht man auch, ist ein bisschen langsamer. Ja, okay. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Sieht man noch ein Protoss-Game, wird gefragt.